Hallo zusammen. Heute stelle ich euch GitHub vor. Das ist eine Entwicklerplattform, in der Software entwickelt werden kann. Und diese Plattform besteht aus mehreren Tools, die alle zusammen verschiedenen Menschen ermöglichen, zusammen an Code zu arbeiten. Heute werde ich euch fünf verschiedene Module vorstellen. Zwei davon beschäftigen sich mit dem Projektmanagement, das ist Projects und Issue. Und die anderen drei Module beschäftigen sich mit der eigentlichen Code-Entwicklung. Das ist Code, das ist ein Git-Repository, das ist ein Wiki, das auch unter Source-Kontrolle steht, und das ist Pull-Request, das für Code-Reviews genutzt werden kann. So sieht das Ganze aus. Und diese Tools, die ich erwähnt habe, die findet man hier oben in den verschiedenen Reitern. Erst haben wir hier dieses Code-Tool, das eigentlich einem Git-Repository entspricht. Hier hat man verschiedene Branches, die angezeigt werden. Man kriegt hier auch noch verschiedene Informationen, wie wer noch zusätzlich dran arbeitet. Und hier wird der Code gemanagt. Dann gibt es diesen Issue-Tracker. Der Issue-Tracker ist das Teil, das alle anderen Tools miteinander integriert. Es gibt eine komplette History von Vorgängen, die für eine gewisse Entwicklung oder für ein Arbeitspaket getan werden. Ich kann hier mal ein beispielhaftes öffnen. Wie man sieht, sieht man hier genau, wer hat was gemacht und was wurde wann erledigt. Dann gehen wir weiter zu Pull Request. Pull Request ist das Code Review Tool, und hier kann man anderen Menschen, anderen Entwicklern Merges, die man in den Hauptbranch pullen will, zur Verfügung stellen. Und hier haben wir Projects. Und Project ist eine Art Issue-Tracker, der einem ein Kanban-Board zur Verfügung stellt, in dem man verschiedene Arbeitsschritte planen kann. Hier haben wir das Wiki. Das Wiki ist eine einfache Wiki, in dem man Sachen dokumentieren kann. Es ist eben auch unter Source Control, das heißt, man kann alle Changes auch wieder rückgängig machen. Und hier kann man Informationen über diesen Code sammeln. So, jetzt fangen wir mal an, einen neuen Change zu planen, und dort werden wir natürlich erstmal ein Issue anlegen. Wir legen den Issue an, indem wir einfach beschreiben, was wir haben wollen. Eine neue Funktionalität, hier noch Beschreibung. Und hier kann ich dann auch sofort anfangen, Leuten diesen Issue zuzuweisen. Ich benutze mich jetzt mal selber und mein alter Ego. Dann kann man auch sagen, was es ist. In dem Fall ist es kein Bug, sondern es ist ein Enhancement. Und man kann hier dem Ganzen auch noch ein Projekt zuordnen. Und jetzt haben wir ein Issue erstellt. Und hier wird jetzt alles getrackt, was irgendwie mit dem Issue zu tun hat. Der nächste Schritt in der Projektplanung ist, dass man jetzt die eigentlichen Arbeitsschritte plant. Dafür gehen wir auf Projekte. Und hier gibt jetzt einen neuen Reiter. Und in diesem Reiter findet man alle Issues, die angelegt worden sind und noch nicht bearbeitet worden sind. Hier kann ich jetzt einfach die neue Funktionalität reinziehen. Was jetzt interessant ist, jeder Issue hat eine eindeutige ID. Diese eindeutige ID ist immer gekennzeichnet durch einen Hashtag und eine Zahl, eine fortlaufende Nummer. In unserem Fall ist dieser Issue jetzt Hashtag 7. Und damit können wir diesen Issue überall referenzieren. Ich kann jetzt hier neue Tasks anlegen, zum Beispiel Code entwickeln. Und wenn ich jetzt Hashtag 7 benutze, damit verknüpfe ich diesen Issue mit dem Task, und damit wird auch dieser Status des Tasks in dem eigentlichen Issue getrackt. Die Code-Entwicklung kommt natürlich zuerst, und deswegen ziehen wir das Ganze jetzt in den Progress. Jetzt gehen wir zur eigentlichen Code-Entwicklung. Hier habe ich jetzt schon was vorbereitet. Ich habe hier ein neues File erstellt.
dieses File habe ich jetzt in einem neuen Branch publiziert, in dem Dev Branch. Und das will ich jetzt einchecken als Change Set. Wir müssen jetzt auch eine Commit Message angeben. Da kann ich jetzt einfach schreiben: neues Feature. Und das Besondere ist jetzt, dass ich hier auch Issues verknüpfen kann. Ich kann jetzt hier sagen Hashtag 7 und schon erkennt mein lokaler Client, dass dieser Issue existiert. Und damit wird jetzt dieser Change-Set auch diesem eigentlichen Issue zugeordnet. Jetzt habe ich das hier lokal in mein Git rein committed und jetzt pushe ich das Ganze zu dem zentralen Ding. So. Schauen wir uns das Ganze jetzt in dem eigentlichen Issue an. Wir gehen jetzt hier auf den Hashtag 7 Issue. Und was ich hier sehen kann, ist, dass dieses Code, dieser Change Set, schon in diesem eigentlichen Issue verlinkt ist. Wenn wir jetzt auf Code gehen und auf unseren Dev Branch, dann sehen wir hier auch, dass dieser Hashtag 7 auch mit dem Change Set verlinkt ist, den wir ihm zugeordnet haben. Als nächstes dokumentieren wir jetzt den Code. Den Code dokumentieren wir einfach, indem wir eine neue Seite erstellen. Diese neue Seite, die nennen wir jetzt neue Funktionalität zum Beispiel. Und hier können wir jetzt die Doku dazu schreiben. Das Ganze funktioniert mit Markdown. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, dass dieser Text, den ich geschrieben habe, als Überschrift angezeigt wird. Oder ich kann auch zum Beispiel Links einfügen. Damit habe ich jetzt in meinem eigentlichen Dokumentation auch direkt den Code verlinkt. Zusätzlich kann ich jetzt hier auch wieder committen. Hier unten diese Edit Message ist nichts anderes als die Commit Message. Und hier werde ich jetzt auch einfach unseren Issue verlinken und dann schreiben Doku. Und dann kann ich die Seite speichern, die dann dargestellt wird. Wie ich gesagt habe, als Überschrift und dieser Code als Link. Und so sieht das Ganze dann in der Übersicht aus. Wir haben hier unseren Code in dem Git Repository. Dieser Code ist über den Change Set mit dem eigentlichen Issue verlinkt. Zusätzlich verlinkt das Wiki auf den Code, das dokumentiert wird. Und das Wiki ist zusätzlich verlinkt mit dem Issue, sodass man alles eindeutig zugeordnet hat und so weiß, was für irgendwas entwickelt worden ist. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht. Falls ihr Interesse habt an Machine Learning, Medizininformatik, Datenmanagement, Data Engineering im medizinischen Kontext, könnt ihr auch gerne subscriben. Ihr könnt euch auch die anderen Videos anschauen, die es schon auf dem Kanal gibt. Vielen Dank.